Hallo, dies war Exi. Und der Osuma. Und es geht weiter mit der Wannabe, The Washi. Wir sind immer noch beim Thema Schule. Das wird sich, glaube ich, auch nicht so schnell ändern mit dem Fortschritt, den wir machen in der Zeit. Ach du, ich find's gar nicht schlecht, weil ich meine, ich merke nicht, wie die Zeit vergeht. Ich schaue zwischendurch wieder auf die Zeit und dann sehe ich halt, oh, die Folge ist schon wieder fast wieder rum. Und das ist aber für mich einfach sehr, sehr, ein sehr, sehr positives Zeichen. Ja, gut. Wir waren bei Musik gewesen. Das hat man jetzt, glaube ich, abgehakt. Und Sport hat man auch abgehakt, oder? Oder willst du noch zu Sport was sagen? Na, wie gesagt, Sport ist für mich halt primär später schlimm geworden. Einfach, weil man gemerkt hat, denen gehen die Ideen aus, was sie benoten sollen. Wir haben da auch dann mal einen Test geschrieben, der jetzt aber nicht so schwer war. Ja, das haben wir sogar tatsächlich auch gemacht. Wir hatten ein einziges Mal einen schriftlichen Test geschrieben. Aber ansonsten lief Sport bei uns im Grunde so, also jedenfalls für mich war es so, ich habe immer bei irgendwelchen sportlichen Aktivitäten eine 6 kassiert. Also ob nun Stange hochklettern oder Klimmzüge oder Liegestütze oder sowas, immer eine 6 kassiert, weil es war denen immer nicht gut genug. Bei der Stange hochklettern musst du in 3 Sekunden oben sein, sonst hast du halt, ja, wenn du nicht wenigstens über die erste Schiene gekommen bist, bist du halt 6 gewesen. Das war halt bei mir der Fall. Bei Liegestützen, ja, musst mindestens über, was weiß ich, 10 Liegestütze kommen, damit du eine 5 kriegst. Ich hab gerade mal 6 geschafft. Bei Klimmzügen hieß es sofort schon mal, ja, du kannst keine 3 mehr bekommen, wenn du die Klimmzüge in Schräglage machst. Schräglage? Ne, wir hatten Ach so, du meinst, dass du den Körper nicht anwinkeln darfst. Ja. Also okay. dass du praktisch hängen bist und dann nach oben ziehen musst. Mhm. Da habe ich nicht mal einen hingekriegt auf diese Weise. Du. Damals habe ich auch Liegestützen fast gar nichts hingekriegt, weil ich mich einfach nicht anständig hochbekommen habe. Ja. Und dann hatte ich aber auch wieder ganz andere Zeiten. Im Abi war ich dann irgendwann so weit, dass ich einfach mal eben auf den Händen rumlaufen konnte. Okay. Weiß auch nicht, was da plötzlich los war. Jedenfalls, ja, das waren die Noten, wo ich eigentlich grundsätzlich eine 6 kassiert habe und wo ich auch mir dachte, ja gut, okay, ne, da kann ich nicht viel machen. Ist aber auch ein Schmarrn, muss man sagen, wenn man sowas benotet, weil da ist einfach jeder körperlich anders. Und dann gab's halt Leichtathletik, da hatte ich dann immer eine gute Note. Weil, ja, da musst du nicht sportlich, sondern nicht stark sein. Leichtathletik war doch immer mehr eine Techniksache, ne? Ja, eben schon. Und dann gab es halt noch die Spiele. Und in den Spielen wurdest du halt nach Aktivität benotet. Ja. Ja gut, ich sag mal, bei Spielen... Wenn du dir Mühe gegeben hast, dann hast du halt eine gute Note gekriegt. Bei Spielen finde ich es aber auch, ehrlich gesagt, vernünftiger. Bei Fußball oder sowas kannst du halt auch bewerten, wie die Leute wirklich miteinander spielen. Ja. Weil sowas ist, denke ich mal, doch eine Fähigkeit, die man definitiv auch... Ja, wenn man sich anstrengt, mit anderen zusammenzuspielen, dass man das auch mit guten Noten honorieren sollte. Rekturnen hattet ihr auch, oder? Ein Rektor, ja. Aber der Rekturnen. Hat natürlich... Achso, Rektor. Rektor. Was ist denn Rektor? Das ist, ja, bei uns waren das immer zwei so große Metallstangen, die sie aus dem Boden geholt haben. Und da haben sie noch eine andere Metallstange dazwischen geklemmt und an der mussten wir halt dann... Nein, hatten wir nicht. ...entlang schwingen. Ich weiß jetzt, was du meinst, aber nein, hatten wir nicht. Barren? Was? Barren? Was ist das? Das ist so ein Gestell mit zwei so Holzbalken, die beide auf derselben Höhe sind. Dazwischen kannst du hingehen, dann musstest du dich halt dann mit beiden Armen so hin und her schwingen und sowas. Nicht. Okay. Habt ihr dann so Sachen wie Rolle und sowas gemacht? Das haben wir gemacht, aber das war ja auch, denke ich mal, überall möglich, oder? Naja, brauchst schon eine anständige Matte dafür. Ja, Matten hatten wir. Das gebe ich zu, Matten hatten wir sogar. Ich komme mir da gerade halt irgendwie saublöd vor, muss ich sagen.
wenn ich da so selbstverständlich von solchen Sachen erzähle, dann kommt immer, haben wir nicht. Es tut mir halt einfach irgendwo leid. Ich weiß nicht. Wir hatten Bockspringen. Das haben wir einmal gemacht und das, gut. Ich könnte sagen, das war eine schmerzhafte Erfahrung, aber nein, mit Barren und Dreck hatte ich wesentlich schmerzhaftere. Und wir hatten auch Hochsprung. Das hatten wir auch, ja. Eine große Matte davor. Stabhochsprung würde ich niemals packen, das ist viel zu schwierig. Würde ich wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich wird er bei mir einfach jedes Mal die Stange durchbrechen. Ja, und dann hatten wir noch halt so Zeugs wie Weitsprung, Hammerwurf und sowas, aber das ist ja... Hast du Hammerwurf gekonnt? Nein. Also, ja, ja klar, ich wusste, wie man es macht, aber dass er weit gekommen ist, nö. Ich weiß nicht, das haben wir in der Grundschule mal gemacht und irgendwie, ich habe die Technik versucht auszuführen, ich habe das Ding jedes Mal in die falsche Richtung losgelassen. Hm. Ja, weil der hat zuerst hat es immer so neben sich gedreht und dann hat er sich im Kreis gedreht und dann hat er da an einer bestimmten Stelle losgelassen. Dann ist das Ding halt geflogen. Wenn ich das probiert habe, ich habe jedes Mal an der falschen Stelle losgelassen, weil ich überhaupt keine, in der Drehung überhaupt keinen Sinn mehr dafür hatte, wo ich gerade bin mit der Kugel. Vielleicht habe ich es auch falsch gesagt. Naja, es gibt Hammerwerfen, Kugelstoßen. Ja, genau, Kugelstoßen. Sorry, Hammerwerfen. Nicht das Drehungsdings, nein. Normales Kugelstoßen. Sorry, nein, Hammerwerfen haben wir nie gemacht. Kugelstoßen war ich anfangs zu doof und wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, scheiß auf die Technik, die uns gesagt wird, ich mache jetzt meine eigene, dann ging's super. Okay. Ja, uns ist da immer gesagt worden, dass man es so am Hals entlang führen soll. Ja. Und ich habe halt das Ding wirklich dann versucht, am Hals entlang zu führen. Nur das Endergebnis war halt, dass ich aus der Drehung heraus dann das Ding immer viel zu nah am Hals hatte und mir den Halsmatz aufgekratzt habe. Oh Mann. Ah ja, ich glaube, wir haben auch immer Speer geworfen. Das gab's zum Beispiel bei uns nur mal bei irgendwelchen, ja, 5., 6. Klasse, irgendwelche Jugendspiele, die sie da drüben gemacht haben. Und... Ja, ich glaube, es war auch während irgendeinem Sportfest oder so. Jedenfalls, ja, ich weiß nicht, Speerwerfen war für mich ehrlich gesagt nicht so sonderlich unterschiedlich zwischen Kugelstoßen. Ja, ein bisschen die Technik ist halt eine andere, die du dahinter hast, aber... Weiß nicht, habt ihr dann auch nur mit allem anderen Zeugs durch die Gegend geworfen? Bei dem Fest? Also bei uns, zuerst... Ganz normal mit einer Stange. Dann den Stiefel. Was so? Stiefel weit werfen. So ein Gummistiefel. Oh Mann. Und dann noch ein Tennisball. Okay. Später hätte es dann noch so einen Verkleidungslauf gegeben, wo du dir irgendwelche komischen Sachen, Sonnenbrille, eine Stola und sonst irgendwas anziehen musst. Dann irgendwo hinlaufen, wieder zurücklaufen, das ganze Zeug wieder ausziehen. Da habe ich mich dann geweigert, das zu machen, weil irgendein Kram anziehen. Nein. Da war ich dann froh, dass bloß irgend so ein Spiel war, weil da konnte man wenigstens Nein sagen, ohne eine 6 zu kassieren. Ach, im Übrigen, von wegen Weigern, was wir da vorhin gehabt haben, und 6 kassieren, habe ich auch einmal gemacht. Für was? Das war in der Grundschule im Musikunterricht, wo die Lehrerin dann einfach mal meinte, so, ich mache jetzt Musik an und ihr tanzt dazu. Ich habe dann damals gesagt, nö, mache ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, dann kriegst du eine 6. Und dann habe ich gesagt, ja, dann geben sie mir eine 6. Ich tanze nicht. Da hätte ich mich auch geweigert. Das wäre auch wieder so ein Fall gewesen, wo ich mich geweigert hätte. Tanzen in der Öffentlichkeit? Nee. Das Lustige ist, damals habe ich nur eine 6 fürs Tanzen kassiert und ein paar Jahre später wurde es zu einer der größten Leidenschaften meines Lebens. Ja, wenn du es gerne machst, ist es ja okay, aber deswegen muss man ja nicht dazu gezwungen werden. Ja, vor allem in der Grundschule hast du halt einfach noch ein komplett anderes Verständnis. Ich meine, später bin ich dann in die Tanzschule gegangen, Gesellschaftstanz, und da war es halt dann irgendwann ganz normal, mit einer Dame zu tanzen. Und in der Grundschule denkst du dir halt immer noch, Mädchen, Zumindest ja, war es bei mir noch so, dass das da so war. Ich weiß ja nicht, wie man heutzutage das sieht, aber für mich gab es immer noch diese Phase, wo Mädchen halt einfach... Naja, für mich gab es diese Phase ehrlich gesagt gar nicht. Nicht? Ich hatte niemals so eine Phase, wo ich Mädchen als ihr angesehen habe oder sowas. Ich habe eher,
Ich habe eher, sogar war ich eher die Person, die halt hauptsächlich mit Mädchen befreundet war. Nee, das ging bei uns damals gar nicht. Allerdings habe ich sexuellen Sinne natürlich nicht so fortgehabt. So meinte ich das jetzt auch nicht. Aber nee, ich hatte halt niemals irgendwie Probleme. Ich hatte eher mit Jungs Probleme meistens. Na, damals war ich halt noch so ein bisschen... Ja, ich war einfach blöd, als ich jung war. Da war ich einfach dumm. Sagen wir es einfach so. Ich war einfach dumm, als ich jung war. Naja, aber wer ist es nicht? Weiß ich nicht. Mozart. Hä? Huh? Mozart. Der hat sicherlich auch keine leichte Kindheit gehabt. Naja, ein Wunderkind, der mit 4 schon irgendwie Klavier spielen kann. Ja gut, das ist halt dann so ein angeborenes Talent, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass aufgrund dieses Talents zwar vielleicht gefördert wurde, aber mit Sicherheit auch sehr gefordert. Und da hört der Spaß irgendwann auch wieder auf, wenn du spielen musst, weil dann geht die ganze Leidenschaft verloren. Derselbe Grund, warum man aus Freizeitaktivitäten nicht unbedingt einen Beruf machen sollte. Weil irgendwann geht die Leidenschaft verloren und dann magst du es nicht mehr. Mhm. Ja, okay, gut. Was hast du noch was zu den anderen Fächern zu sagen? Also ein Fach, das ich persönlich gar nicht mal so schlecht fand, was natürlich heutzutage verpönt wie nochmal was ist, Religion. Fand ich auch nicht schlecht. Weil Religion ist bei uns ein bisschen, ich weiß nicht, der Religionsunterricht wird immer so dargestellt, als wäre es nichts anderes als Glauben hier, Glauben da. Ja. Aber bei uns war Religion, also einmal haben wir auch andere Religionen kennengelernt und auch wirklich detailliert, sodass wir auch wirklich im Nachhinein eine Ahnung von den anderen Religionen hatten. Mhm. Aber halt nicht so von wegen, ihr müsst es glauben oder sonst irgendwas, sondern einfach nur informativ. Ja. Und ähnlich wie in Ethik hat man halt in Religion dann auch wieder solche Fragestellungen, die halt auf moralischer, ethischer Basis nicht ganz so leicht zu beantworten sind und haben die halt diskutiert. Das Einzige, was ein Lehrer von uns gemacht hat, der hat halt dann immer wieder so spaßeshalber gemeint, ja, wer ihm jetzt an der und der Stelle, wer ihm jetzt halt sagen kann, wo der und der Vers in der Bibel steht, der kriegt eine 1. Also halt bloß so eingestreut, quasi so Bonusfragen. Okay. Ich muss anmerken, zur Religion, da habe ich ehrlich gesagt, also ich möchte gleich mal anmerken, also ich bin schon gläubig. Mhm. So, und ich hatte in der Grundschule hatte ich Religion und habe das eigentlich als Fach ziemlich gut gefunden. Mhm. Und dann gab es das nicht mehr. Keine Schule hat es angeboten, auf der ich war. Und ich habe mich da total geärgert. Ich musste stattdessen pflichtmäßig in Ethik reingehen und habe mir bei vielen Ethikthemen, die sich mit Religion beschäftigt haben und dann auf total atheistische Weise einem vorgebracht wurden, habe ich einfach nur gedacht, ja, am Arsch, leckt mich alle, ich habe keinen Bock auf den Mist. Das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum ich Ethik nicht mochte. Na gut, das Thema Religion kam bei uns in Ethik überhaupt nicht. Ethik war bei uns Philosophie. Das ist für mich praktisch genau das Gegenteil von dem, was Leute über das Religionsfach sagen. Für mich war Ethik so das Fach, was einem atheistisch praktisch die Meinung sagt und das musst du musst so glauben. Dass du nichts glaubst, sozusagen. Also war Ethik in eurem Fall quasi das, was man... Wow. Ja. Das tut weh. Das Schlimme ist halt heutzutage irgendwie... Verstehst du jetzt auch so langsam so ein bisschen, warum ich absolut gegen Ethik war? Na gut, wir haben ja schon festgestellt, dass der Ethikunterricht bei dir und bei mir einfach was komplett anderes war. Na gut. Ja, wie gesagt, ich meine, wenn der Unterricht bei euch so abgelaufen ist, dann kann ich einen gewissen Argwohn schon verstehen. Jedenfalls, ja, zu dem Thema... Ethik will ich aber nicht weiter eingehen mehr. Also Religionfach würde ich auf jeden Fall befürworten, dass es in den Schulen ist, aber es gab keinen Lehrer bei uns. Naja. Gut, und ja, noch ein, welches Fach wollen wir jetzt angehen? Was gibt's denn noch? Also die Grundfächer, ich glaube, da gibt's nichts zu diskutieren, die braucht man. Ah ja, die naturwissenschaftlichen Fächer hat man ja noch. Da muss ich aber sagen,
die würde ich, da würde ich auch keins davon weglassen wollen. Weil Naturwissenschaften in der heutigen Welt einfach. Also wir reden jetzt von Chemie, Physik und sowas, oder wie? Chemie, Physik und Biologie, ja. Die üblichen drei halt. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, auch wenn mir zum Beispiel Physik total gestunken hat, also Physik konnte ich überhaupt nicht leiden damals. Ich auch nicht übrigens, aber das erzähle ich gleich warum. Die Sache ist halt einfach die, in der heutigen Zeit spielen die drei Fächer meiner Meinung nach eine wesentlich größere Rolle als noch vor einigen Jahren. Einfach weil wir heutzutage sehr von diesen Regeln abhängig sind. Ich finde, dass deswegen das Wissen, das in diesen Fächern vermittelt werden sollte, wohlgemerkt sollte, durchaus zum Grundwissen dazugehört. Also ich würde es nicht aus dem Schulplan rausstreichen. Würde ich auch der Stelle so unterschreiben. Ich würde es nicht aus dem Schulplan rausstreichen. Weil ich finde, die Fächer sind schon wichtig, das stimmt. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, ich würde den Lehrplan komplett umändern. Jedenfalls so, wie er an meiner Schule war. Nämlich, ich gebe jetzt einfach mal die krassen Beispiele, ja. Wir haben halt in Physik nicht ein einziges Experiment gemacht. Niemals. Stattdessen haben wir... Weißt du, du hast ja vorhin was angesprochen von wegen, keine Arbeitsblätter wurden ausgedruckt. Da wollte ich was dazu sagen, hab's aber vergessen gehabt. Wir hatten auch im Grunde viele Fächer, wo nichts ausgedruckt wurde und dann, aber Kopiergeld zahlen, ne? Und dann hatten wir Physik. Und Physik war so das Fach, wo du eigentlich immer mit gefühlt 10 Blättern rausgegangen bist nach der Stunde. Es war einfach nur, ja, du hast halt deine 3-4 Arbeitsblätter gekriegt und dann hast du die in der Stunde mit Hilfe des Lehrers ausgefüllt. Und dann am Ende hieß es, ja, lernt diesen Merksatz auswendig. Merkt euch diesen Merksatz, merkt euch das, merkt euch das, merkt euch das. Und das kommt dann in der Klausur dran. Und genau so trocken wurde der Physikunterricht auch gestaltet. Es war immer dasselbe. Immer. Und damit es noch langweiliger wurde, wurden, nachdem wir ein Thema abgeschlossen haben, und das, also nachdem wir 3-4 Themen abgeschlossen haben, wurden die nochmal von neuem aufgerollt. Mit den exakt selben Wortlauten, exakt selben Merkblättern und exakt selben Themen. Was? Wie? Thermik habt ihr schon durchgenommen? Ihr müsst jetzt trotzdem nochmal Thermik lernen. Das einzige Thema, was wir nur einmal durchgenommen haben, ist Elektrizitätslehre. Und was wir gar nicht durchgenommen haben, Atom- und Kernphysik. Braucht man ja nicht. Interessiert auch niemand. Deswegen, wie gesagt, ich würde in Physik würde ich halt das komplett überarbeiten. Ich würde halt, wenn man den Lehrplan macht, würde ich halt Experimente mit ansetzen. Ich würde halt auch mal vielleicht einen Film zu physikalischen Verhältnissen sehen. Ich meine, es gibt so viel interessant. Jetzt inzwischen, wo ich mir mal ein paar Physikvideos angucke, die sind alle super interessant erklärt und zeigen auch an Beispielen, wie das funktioniert und alles. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Und wenn ich dann an den Unterricht zurückdenke, denke ich mir, also, hätte ich das damals in der Form gelehrt gekriegt, hätte ich echt ein solcher Schüler gewesen in Physik. Ganz ehrlich, weil dann hätte ich auch Interesse gezeigt. Da hat es einfach an dem, meines Erachtens an Umsetzung gehapert. Chemie fand ich auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Das war sogar ein Fach, wo wir zumindest ein, zwei Experimente gemacht haben. Und, aber das fand ich wenigstens relativ interessant gestaltet. Damit war ich zufrieden in unserer Schule. Das war auch eigentlich mein Lieblingsfach in der Schule. Und da hätte ich, ja, allerdings habe ich aus Schusselfehlern leider keine 1 gekriegt. Sondern nur eine 1,7 und demzufolge eine 2. Und in Bio, das war das Fach, bei dem ich 9 Jahre lang irgendwie nichts kapiert habe. 9,5 Jahre lang. Und dann im letzten Halbjahr ist mir plötzlich ein Licht aufgegangen. So nach dem Motto, ach, darum geht's in Biologie. Ah, jetzt kann ich auch einzeln schreiben. Bei Biologie gab's eigentlich immer nur eine Komponente, die mir absolut nicht gefallen hat, weswegen ich Biologie dann im Abi auch nicht nehmen wollte. Sexualkunde?
Nee, das ist bei uns eigentlich bloß in der, weiß nicht, fünf, nein, in der sechsten Klasse mal kurz behandelt worden, dann war es kein Schulstoff mehr. Bei uns wurde es nicht mehr behandelt, also von daher, also gut, okay, es wurde die Anatomie gezeigt, aber nicht, worum es halt dann halt geht beim Geschlechtsakt oder sowas. Naja, gut, bei uns waren das auch eine, maximal zwei Schulstunden und dann war das Thema gegessen. Ja, von daher, ja, jedenfalls, was war das dann, was dich da so... Sezieren. Das hatten wir nie gemacht. Wir haben da in unserem im Biounterricht, was haben wir gehabt? Augen, Leber, Herzen und... Ich muss aber sagen, genau das würde, ehrlich gesagt, hätte auch so ein bisschen... würde mir auch ein bisschen mulmig werden, wenn ich sowas machen müsste. Du, ich bin da immer aus dem Raum rausgegangen, weil mir schon beim Gedanken dran übel geworden ist. Aha. Mir ist auch später übel geworden, wenn es generell irgendwie um Organe oder sowas gegangen ist. Da ist mir immer schlecht geworden im Unterricht. Naja, würde mir jetzt nicht im Allgemeinen schlecht werden, aber ich würde es einfach ungern machen, sage ich mal. Und deswegen, ja, das wäre für mich nichts gewesen, aber wir haben auch nicht sowas gemacht. Wir haben das wirklich gar nicht gehabt. Es wurde nicht mal angesprochen. Ja, bei uns in Biologie, ging halt oftmals Anatomie eben und auch öfter mal Pflanzen, wie funktioniert das, wie ist es aufgebaut, warum, wie funktioniert, ja, zum Beispiel Photosynthese. Ja, das hatten wir auch. Ja. Halt dann nicht chemisch vertieft, sondern halt auf Basis von dem, wie die Pflanzen das auf der organischen Ebene machen, ja, was da zuständig ist und wie das halt bei denen dann verarbeitet wird, warum der Traubenzucker so wichtig ist. Was Zellen sind von Pflanzen. Zellen, genau, haben auch die unterschiedlichsten durchgenommen. Wenn es dann mal wieder um Mensch gegangen ist, haben wir auch so kleine Experimente gemacht, wie dass wir mal schauen, wer die stärksten Haare hat. Okay. Ja, dann haben wir dann halt ein Haar von jemandem genommen, haben halt was dran, haben halt so ein Schälchen gehabt, haben halt dran aufgehangen und haben da halt immer mehr Gewicht reingelegt und haben halt geschaut, wessen Haare das meiste Gewicht tragen können, bevor sie kaputt gehen. Okay. Also einzelnes Haar natürlich. Mhm. Ja, also grundlegend war der Biounterricht schon sehr interessant, aber ich habe es halt dann später weggelassen, einfach weil ich Angst davor hatte, dass im Abi dann wieder sezierend rankommt. Und ich halt dann im Abi, weil es halt wichtiger ist, das Ganze vielleicht am Ende doch machen muss. Und das könnte ich aber einfach nicht. Wir haben uns einmal ein Video angeschaut, wo sie uns vorher schon gewarnt haben, Leute, die ein bisschen zarter beseitet sind, sollten lieber gleich wegschauen, weil es schon mal passiert ist, dass jemand gerade gleich unter dem Tisch gelegen ist. Das war das Video von einer Hirnoperation. Okay. Ja, ich glaube die Hälfte vom Video habe ich angeschaut und habe ich selber weggeschaut, weil ich merkt habe, mir wird schon langsam anders. Ich halte da überhaupt nichts aus. Ich bin ehrlich gesagt auch jemand, der würde niemals einen Arztberuf schaffen. Ich weiß noch, ich habe ja, bevor ich das, was ich momentan studiere, habe ich Chemie studiert, beziehungsweise habe es halt probiert, sagen wir so. Und da war auch eine, die auf Chemie gewechselt hatte. Vorher war sie eigentlich mehr in Richtung Biologie unterwegs. Ich glaube, die hat dann auch irgendwas in Richtung Biochemie studiert oder was. Okay. Und hat dann erzählt, dass sie mal wohl in einem Leichenschauhaus waren und da halt irgendwie für ihr, als so eine Übung da mal eine Leiche seziert haben. Wow. Die hat dann relativ detailliert davon erzählt. Ich dachte mir einfach nur, oh. Das war dann ja schon Autopsie, ne? Also, naja, gut, okay, Autopsie kann man es nur nennen, wenn es eine polizeiliche. Ja, gut, aber sezieren ist halt zur Autopsie normalerweise schon nötig, wenn man es genau wissen will. Wo ich mir halt dann auch gedacht habe. Das gehört ja zur Autopsie dazu, das ist ja eigentlich im Grunde Autopsie für die Polizei. Eigentlich schon, ne? Die Autopsie war ja nichts anderes. Das ist ja eigentlich eine Sezierung mit halt Aufzeichnung und halt dann entsprechende Todesursache und sowas rausfinden. Ja, genau. Ja, sezieren ist halt quasi ein Teil der Autopsie. Weil ich meine, du musst ja am Ende auch auswerten. Ja, klar.
kannst du ja ruhig irgendwie da rumschneiden, aber im Nachhinein musst du es ja trotzdem noch theoretisch betrachten. Ich glaube, das machst du nicht gerade, während du da rumschneidest. Ja. Moment, wenn ich da jetzt schneide und... Ah, da ist die Todesursache. Okay, dann schneiden wir mal kurz auf. Ach, das war die Todesursache. Jetzt habe ich ihn aufgefallen. Verdammt. Okay, ich bin der Mörder. Ich war noch nicht tot. Oh. Würde schon immer. Anders, wenn du in irgendwelchen Serien in dem Bereich dann siehst, wie sie da was sezieren und diesen Y-Schnitt bei der Brust oder sonst irgendwas. Ah. Ach ja. Naja, jedenfalls. Ja, Bio. So, dann haben wir die drei naturwissenschaftlichen Fächer eigentlich auch durch. Aber da sind wir uns einig, die darf man nicht weglassen, oder? Nee, ja, die sind vollkommen, die sind meines Erachtens wirklich wichtig. Und ich würde vielleicht sogar mehr in diese Richtung gehen, weil es ist halt echt so eine Sache, die sollte man halt mal haben. Ja gut, nächste Komponente wäre Sprachen im Allgemeinen. Was hältst du von Sprachenlehre? Finde ich allgemein jetzt nicht schlecht, ist in der Schule auch ganz okay, würde ich sagen. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Meinung, dass es schlecht unterrichtet wurde. Ich war einfach bloß zu unfähig. Und zu faul. Ja, faulheit bin ich auch schuldig, leider, leider. Aber es ist im Nachhinein immer leicht zu sagen, ja, da war ich einfach viel zu faul. In der damaligen Schulzeit hast du halt einfach noch ein komplett anderes Verständnis gehabt. Da war halt Schule einfach nur böse. Ja. Und du hast es einfach komplett anders wahrgenommen. Das ist durchaus richtig, ja. Es ist immer leicht zu sagen im Nachhinein, ja, das hätte ich besser machen können. Aber in der damaligen Zeit, du hast ja auch noch komplett andere Eindrücke gehabt. Ich meine, du hattest ja nicht einfach nur die Schule, sondern du hattest auch deine Mitschüler. Allein dieses soziale Gefüge konnte unglaublich anstrengend sein, je nachdem wie deine Mitschüler waren. Das ist richtig. Jedenfalls war Englisch so... Wieder abgekommen, Entschuldigung. Jedenfalls war Englisch so, dass ich... ich habe es in der Schule nicht so besonders verstanden. Jetzt nach der Schule bin ich in Englisch eigentlich sogar ziemlich, ziemlich gut geworden. Abgesehen davon, dass ich irgendwie die Aussprache scheinbar scheiße mache. Und ja, wenn ich es in Eile übersetzen muss, ist es auch nicht unbedingt perfekt, aber... Also im Allgemeinen Englisch übersetzen ist kein Problem für mich. Und ja. Ich kann auch eigentlich Englisch mich mit jemandem unterhalten. Zumindest schriftlich. Da könnte ich jetzt was sagen, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Sag einfach. Wenn du dich in Sachen Englisch und Aussprache gut fühlen möchtest, dann schau dir einfach mal ein paar englischsprachige Ansprachen unserer früheren Politiker an. Sind die so scheiße? Also ich weiß nicht, ob sie sich mittlerweile verbessert haben, aber früher gab es halt einige Ansprachen von unseren Politikern. Und da hast du einfach gemerkt, die haben nichts in Sachen Aussprache gelernt. Und zwar gar nichts. Es tut richtig weh, dazu zu hören. Du verstehst, was sie sagen wollen, aber selbst wenn du nicht Muttersprachler bist, lachst du dich halt einfach schlapp. Ja, die Sache, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wieso ich in Englisch so schlecht ausspreche, weil ehrlich gesagt, meines Erachtens spreche ich es genauso aus, wie es sein sollte. Oder wie ich es gelernt habe, dass es sein sollte. Und dann trotzdem kriege ich immer wieder gesagt, mein Englisch klingt, ich spreche das komplett scheiße aus. Ja gut, bei Englisch sind es meistens zwei große Probleme, die man als Deutscher hat mit der Sprache. TH. Das eine ist das TH, genau. Dass die einen als S aussprechen und die anderen einfach als oder F oder W. Ja. Einfach nur, dass so, dass man so richtig schön rumspuckt dabei. Und das andere ist einfach der deutsche Dialekt, beziehungsweise Akzent. Vollkommen egal, was für ein Dialekt du aus Deutschland mitnimmst, oder selbst wenn du jemand bist, der permanent eigentlich Hochdeutsch redet, den deutschen Akzent kriegst du aus dem Englischen nur schwer raus. Jemand, der die Sprache besser spricht, der wird dich immer als Deutschen identifizieren. Das ist halt eine Sache. Also ich persönlich werde es wahrscheinlich nie rauskriegen, weil ich einfach jemand bin, Das ist aber auch bei Ausländern, die so die andere Sprachen sprechen. Das ist ja ein allgemeines Problem.
Ja, wobei ich durchaus das Gefühl habe, dass manche Sprachen sich mit dem Englischen eher vereinen lassen, akzenttechnisch, als das Deutsche. Ja gut, beim Englischen kann ich es schlecht bewerten, aber ich meine, das siehst du jetzt zum Beispiel beim Deutschen ganz gut. Wenn jetzt, du weißt sofort, ob du einen Türken oder einen Engländer oder sonst wen vor dir hast, wenn er mit dir spricht in Deutsch. Gut, ich meine, in der Sache braucht man sich jetzt auch nicht großartig Das. beschweren bei anderen oder was, weil ich meine, wir selber kriegen ja, wenn wir Englisch oder eine andere Sprache sprechen wollen, unseren Akzent auch nicht so leicht raus. Eben. Von daher, also da mache ich jetzt auch niemanden Ich Vorwurf. denke auch, ein Engländer würde sofort erkennen, wenn halt ein Franzose mit ihm spricht, wenn ein Deutscher mit ihm spricht oder sonst irgendjemand anders. Die haben bestimmt alle ihren eigenen Akzent, den die auch raushören können, aber da du jetzt kein gebürtiger Englischsprechender bist, würdest du es, glaube ich, nicht so gut erkennen. Und Nee. die Folge ist vorbei. Das ist richtig, ja. Wie die Zeit vergeht. Ja. Aber gut, ja, dann würde ich sagen, sieben sich beim nächsten Mal wieder bei Wannabe the Boschi. Ich bin Xi. Genau so mal. Bis dann, Leute. Ciao.